Hi, mein Name ist Marco Lorenz und in diesem Video zeige ich dir, wie du die Solfeggio-Frequenz 528 Hz am effektivsten nutzt. In diesem Video soll es um die richtige Nutzung von der 528 Hertz Solfeggio-Frequenz gehen. Ganz wichtig ist, dass du dir zusätzlich noch im Shop die PDF downloadest, wo ich noch ein paar Details dazu hinzugefügt habe zu diesem Video. Ja. Gut, also wie nutzt du diese Frequenz am besten? Das ist ja eine Frequenz, welche dein Herzchakra öffnet. Man sagt auch, die Frequenz der Liebe, sie führt zu einer Transformation, zu einer Veränderung und so weiter. Somit ist es nicht zwingend erforderlich, sie zu einer ganz speziellen Zeit zu hören. Du kannst sie also jederzeit hören, ob es in der Früh ist, am Tag. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht am Nachmittag, so zwischen 14 bis 17, 18 Uhr. Da wirkt sie sehr, sehr gut. Und du kannst sie auch in einer Schlafunterbrechung testen, das ist überhaupt kein Problem. Diese Frequenz dient mir also auch als Abenteuer, wo du sagst, so, ich möchte jetzt wirklich in Abenteuer gehen, ich möchte jetzt etwas erleben, dann kannst du diese Frequenz hören, weil da wirst du auch was erleben, musikalisch und wenn du Glück hast, vielleicht sogar auch visuell. Ja. Also ich hatte beim letzten Mal, als ich gehört habe, oder vorletzten Mal war das, war ich irgendwo bei Dinosauriern und auf einmal war ich komplett woanders und das war richtig komplett crazy und ich bin so komplett so, okay, was war das jetzt, ja? Wie kann so eine Frequenz sowas, also zumindest diese 528 Hertz sowas bewirken? Das kenne ich eigentlich nur von 963 Hertz oder anderen Heigema-Wellen ab 1000 Hertz herum, ne? Aber man wird auch immer überrascht. Vielleicht liegt es auch an der 3D-Dissoziation, dass man sich da voll auf diese hohen Gamma-Wellen einlassen kann. Und auch in Kombination mit 963 Hertz kann man diese super hören, zum Beispiel vor 528 Hertz und danach 963 Hertz. Da empfehle ich dir, die neue Version downzuladen, die MDR 1.1, weil die hat nochmal eine neue Technologie drin, die auf der Technologie aufgebaut ist. Und wenn du beide hintereinander anhörst, dann verstärkst du die Wirkung von der einen zur anderen. Ja. Gut, was ist noch zu beachten bei dieser Frequenz beim Hören? Und zwar, dass du kannst sie entweder im Sitzen machen. Ich nutze diese Frequenz vor allem nicht zwingend in der Sitzhaltung, im Liegen auch nicht so, sondern ich habe deinen eigenen, wie ein Massagesessel, nur halt ohne Massage, wo man sich einfach nur reinsetzt, wo man sich nach hinten kippen lassen kann, wo man so ein bisschen in der Querlage ist, so man sitzt so da und dann so ein bisschen nach hinten. Und da wirkt das sehr gut, weil du liegst nicht, du schläfst nicht und du sitzt auch nicht zwingend. Sitzen kannst du auch, das wäre so die zweite Alternative. Wirkt auch sehr, sehr gut, macht auch richtig viel Spaß. Aber diese Frequenz ist eher so zum Loslassen, auf ein Abenteuer drauf losgehen. Und da empfehle ich dir halt eher so ein bisschen nach hinten zu liegen, ja, so wie in so einer Hypnose, wie man es so kennt, ja. Gut, das war's für die Nutzung. Teste diese Frequenz am besten und schreibe mir einfach unter diesem Video rein, was dir selbst aufgefallen ist, was gut funktioniert von der Nutzung her. Und ich werde da eventuell auch ein zweites Video machen, wo ich die Sachen verbessere, wenn da noch mehr Output kommt von mir und von euch. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also bis bald. Ciao.